Wir wollen uns mit Getränken noch einen Moment länger beschäftigen, weil ich möchte Ihnen noch einmal, das ist immer wichtig, weil es nochmal so ein Aha-Effekt gibt, es gibt vier Wege, über die wir Wasser verlieren. Ich sagte anfangs, so im Mittel 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit sollten wir am Tag zu uns nehmen. Die Grafik zeigt aber, dass wir wesentlich mehr verlieren. Wir haben die vier Wege, also die sind vermutlich recht klar, natürlich über die Niere, also eben der Urin. Sie sehen, hier sind im Mittel 1,5 Liter drauf. Es kommt natürlich wirklich drauf an, wie viel zum Schluss auch getrunken wird, wie groß die Harnmenge ist. Über den Stuhl geht ein bisschen was raus. Das kommt natürlich darauf an, wie stark es mitgezählt werden muss. Denken Sie an eine Durchfallerkrankung, oh ja, dann muss es mit berücksichtigt werden, weil dann ist der Stuhl sehr flüssig, hoher Verlust. Das heißt, 1,5 bis 2 Liter niemals ausreichend. Ne? Aber im Mittel hier ganz wenig, hier recht viel und ganz wichtig, Lunge, Wasserdampf, das ist etwas, hierüber verdunstet sehr viel Flüssigkeit. Genau das, was ich gerade mache, plappern. Ja, darüber wird ganz viel Flüssigkeit eben verdunstet in den Raum hinein. Und wenn es dann auch noch warm ist, ne, dann schwitzt man ein bisschen. Das sind nicht nur die Schweißfläche, wo man zum Schluss gefühlt hat, ich ziehe mich mal um, sondern wirklich die Verdunstung auch über die Haut, ohne dass wir merkbar das Gefühl haben, wir schwitzen. Ganz wichtig, der Verlust ist immer da. Je trockener der Raum, umso höher, ne? Die Verdunstung. Und je höher die Luftfeuchtigkeit, umso mehr Schweiß haben wir auch da. Ganz wichtig ist, sich nochmal vors innere Auge zu holen oder vielleicht auch in den Kopf hinein, wie wichtig denn Flüssigkeit ist. Wenn man, das wird häufig so, ja, ich habe echt Probleme mit dem Trinken. Achten Sie drauf. Neben Sauerstoff ist Flüssigkeit, also Wasser, der zweitwichtigste Stoff im Körper. Ich habe Ihnen mal ein paar Dinge also mal zusammengeschrieben, was denn daran so wichtig ist. Stichwort Blutkreislauf. Flüssigkeit ist Transport- und Lösungsmittel im Blut. Das heißt, je weniger Flüssigkeit, umso dicker das Blut. Das ist jetzt sehr rudimentär dargestellt, aber so können Sie sich das vorstellen. Je dicker das Blut, umso mehr muss unsere Pumpe arbeiten. Umso schwieriger ist es auch, dass die Nährstoffe überall hingepumpt werden. Das heißt, wir sind unkonzentriert, weniger leistungsfähig, fühlen uns müde und gereizt. Vielleicht nur, weil wir nicht richtig getrunken haben. Natürlich fördert es die Ausscheidung von Abfallprodukten. Der Kollege sagte es, bei unserer Menge an Medikamenten, richtig, das ist total wichtig, je mehr Abfallprodukt im Körper produziert wird, weil ein Medikament abgebaut wird, weil ein Lebensmittel abgebaut wird, dafür braucht die Niere Flüssigkeit, um den ganzen Quatsch wieder rauszutransportieren. Die Harnfarbe ist immer irgendwie entscheidend, also das ist so ein Signalgeber für Sie. Der sollte nicht so trüb wie Apfelsaft sein, sondern eher wie Apfelschorle. Also je klarer, umso besser. Ne? Das ist so ein ganz leichtes Zeichen, um mal zu gucken. Und Sie sehen, dass zum Beispiel am Morgen es wesentlich dunkler ist. Klar, weil Sie haben wahrscheinlich über die ganze Nacht nichts getrunken. Je nachdem, wie lange Sie geschlafen haben, ne, ist der wesentlich trüber. Sie sehen, da kam wenig Flüssigkeit an für die Niere. Tagsüber funktioniert es häufig besser. Wichtig ist Wasser auch für die Verdauung. Das merken Sie sich im Hinterkopf, ne? Weil gerade das Verdauungsthema ist ja fürs Wohlbefinden total wichtig. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt gerade wieder in so einer Mädchenzeitung gelesen, dass man zum Essen nicht trinken soll, weil dann die Verdauung gebremst wird. Das steht ja dann im Widerspruch dazu, oder? Oder ist das kein Widerspruch? Also ich wüsste nicht, warum die Verdauung gebremst ist. Also es stimmt, das würde total im Widerspruch stehen. Da gebe ich Ihnen recht, so würde ich das auch sehen. Die Verdauung wird nicht gebremst. Der Hintergrund ist, zu den Mahlzeiten zu trinken. Wasser in Kombination mit Lebensmitteln macht die Magenfüllung größer. Das heißt, dass wir vielleicht nicht ganz so viel verschlingen, weil wir früher das Sättigungssignal haben. Das ist wiederum relativ gut. Ja. Kommt auf die Gesamtsituation drauf an. Möchte ich natürlich jemanden dazu bringen, ein bisschen mehr Energie zu essen, ja? Und also, dass er mehr Volumen aufnimmt, mehr an den Magen tut, dann würde ich sagen, ja, lass mal die Getränke weg. Aber zumindest direkt zur Mahlzeit, aber grundsätzlich sehr gerne. Das ne? stimmt gerne. Und wie ist das mit? Zum Essen trinken bei Kindern, die kaum schlucken, das runter umgekaut. Das ist wichtig. Der Habitus muss überprüft werden. Ne? Und auch denken Sie an Schluckstörungen. Ja? Also Wasser kann helfen,
Ja, wenn das Ganze im Mund bleibt, ist es schwierig, es wirklich runterzubringen. Aber vorher muss sichergestellt werden, dass das Ganze gut gekaut wird. Denn nicht gut gekaut, dann muss der Kumpel, der Magen hier, nämlich wesentlich mehr Verdauungsarbeit leisten. Das ist wie ein Betonmischer. Ja? Mhm. Je grober das ist, was wir da reinwerfen, umso länger liegt es da drin. Stichwort Völlegefühl, unangenehme Sattheit etc. Ne? Aber um Ihre Frage zu beantworten, gerne Getränke zu den Mahlzeiten. Und der Kollege hat ganz recht, gut kauen ist richtig wichtig. Ja. Genau, und im besten Falle liefert eben eine Flüssigkeit auch noch Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium. Achso, und der tägliche Verlust, das ist eben einfach wichtig. Der Körper verliert jeden Tag eine relativ gleiche Menge, ob Sie nun trinken oder nicht. Und der ist natürlich Meister im Einsparen, aber immer zulasten Ihres Wohlbefindens. Wie können Sie fehlenden Durst überlisten? Ich klicke mal alles hoch. Also im Prinzip ist Durst, das ist schon ganz anders als Hunger, schon ein deutliches Zeichen für Flüssigkeitsmangel. Es gibt Werte dafür, wie hoch dann der Flüssigkeitsverlust schon ist, und das ist schon mehr als ein Glas Getränk, wenn der Körper wirklich sagt, ah, ich habe da mal Durst. Ja, wobei bei älteren Leuten geht aber dieses Signal schon wieder verloren. Ne? Richtig, wichtig. Hier ist so viel Wissen da, das ist so. Je älter wir werden, umso schlechter ist diese Signalweiterleitung. Das Wichtige ist, Sie brauchen nicht weniger Flüssigkeit, Ihr Körper hat nur auf leise gedreht. So dass wir hier nochmal unseren Kopf bemühen müssen und wissen, es ist immer die gleiche Menge, die wir benötigen. Deshalb trinken Sie bitte. Fangen Sie morgens schon damit an und denken Sie daran, es bringt überhaupt nichts, abends zu sehen, oh Mist, heute war es halt nicht so viel, dann kippe ich mal den Rest noch. Das bringt ganz wenig. Also versuchen Sie möglichst über den ganzen Tag verteilt zu trinken. Ja? Hier sind ein paar Tipps und Tricks drauf. Sie kriegen ja die Folie, können Sie nochmal raufschauen. Wie Sie sich helfen können, um die Menge eben zu schaffen. Und vor allen Dingen für die, die sagen, Wasser ist jetzt nicht so ganz meins, kurz eine Empfehlung, Mineralwasser. Es gibt weit über 500 Sorten in ganz Deutschland und die schmecken alle unterschiedlich, weil die Mineralstoffzusammensetzung immer unterschiedlich ist und die bringt den Geschmack da rein. Die, die sagen, naja, ist trotzdem nicht so ganz für mich. Wie wäre es, wenn Sie es so ein bisschen aufpeppen? Ich habe hier einfach mal Minze symbolisch hineingegeben, andere Kräuter oder gerne eine Handvoll Beeren, Gurkenscheiben reinschneiden, eine Zitrone ganz klassisch hineingeben, dass Sie einfach ein Wasser machen, was ein bisschen Geschmack bringt und immer noch energiefrei ist, weil da eigentlich keine Energie hineindiffundiert und eben die Flüssigkeit bringt. Na, so. Das haben wir kurz schon gestriffen. Ich möchte da eigentlich nur noch insofern drauf eingehen, dass ich Ihnen nochmal zeigen möchte, was da so drin ist. Also es ist vitamin- und mineralstoffreich und ganz wichtig, es ist eben auch verdauungsfördernd, weil Ballaststoffe drin sind. Ballaststoffe, wir haben nachher nochmal eine Folie dazu, sind schlicht Quellstoffe für unseren Darm, die Wasser wiederum binden, aber nur, wenn genug Wasser da ist. Sie sehen, die Dinge gehen immer Hand in Hand. Und die aber unsere Darmbewegung triggern. Das heißt, der träge Darm durch zu viel Sitzen, vielleicht aber auch durch eine Nebenwirkung, durch die Erkrankung, werden wieder so ein bisschen daran erinnert, Mensch, beweg dich, bring mal das, was da drin liegt, bitte zum Ausgang. Ganz wichtig, auch hier wieder abwechslungsreich und Stichwort Kalorien. Das ist eben tatsächlich durch den sehr hohen Wasseranteil auch kalorienarm. Hier die Vielfalt, weil ich das immer besonders betonen möchte. Manchmal fehlt die Idee und man denkt, oh echt, ich muss jetzt rohes Gemüse? Nein, gar nicht. Ne? Gedünstetes Gemüse, die Rohkost natürlich, aber auch als Salat. Der Gemüsesaft darf mitverwendet werden. Die Suppe ist auch Gemüse. Natürlich nur, wenn da nicht nur so ein bisschen ein Brühwürfel drin ist, sondern wenn es eben eine Gemüsesuppe, ein Eintopf ist. Es kann auch mal ein Konservenobst sein, Kompott darf damit hineingezählt werden und auch die Trockenfrüchte. Bei den Trockenfrüchten möchte ich kurz noch was loswerden, weil ich habe vorhin gesagt, es ist eine Handvoll Obst. Bei den Trockenfrüchten ist es ein bisschen anders, da ist ja das Wasser komplett raus. Das heißt, es bleibt nur noch Ballaststoff und Zucker übrig. Das heißt, die Menge ist nur noch die Hälfte. Ja? Das ist also auch nochmal wichtig. Weil die natürlich lecker sind, die sind süß und wir gehen auf süße Sachen ab. Also hier nochmal die Portionsgröße ein bisschen reduzieren. So, Kohlenhydrate. Das ist mir wichtig, damit Sie gut umgehen können. Kohlenhydrate
sind wichtige Nahrungsmittel, aber die Struktur ist maßgeblich entscheidend dafür, wie die denn in unserem Körper wirken. Sie sehen, dass grundsätzlich sind die auch die langen Zucker alle aus dem gleichen Baustein aufgebaut, aber die hängen eben aneinander. Hier haben wir einen Einfachzucker, das ist beispielsweise Fruchtzucker oder auch der Traubenzucker. Der ist nur so in einem Produkt drin. Der Haushaltszucker hat schon einen Kollegen, die sind miteinander verbunden. Und bei Dingen wie Brot, bei Kartoffel, bei Nudeln haben wir immer Mehrfachzucker drin. Das heißt, sie sind viele Stückchen miteinander verbunden. Ganz wichtig ist, über die Darmschleimhaut, also im Magen, andersrum im Darm, kann wirklich nur diese Struktur aufgenommen werden. Also über die Schleimhaut kann nur das aufgenommen werden. Das heißt, damit es wirklich in den Körper kommt, muss das, wie hier dargestellt, mit den Scheren geschnitten werden. Die Scheren sind Verdauungsenzyme. Und wichtig ist, der Zucker geht über die Darmschleimhaut in den Körper, wird über das Blut transportiert und führt hier zu einem Blutzuckeranstieg. Das ist normal, das soll so sein. Aber wir schauen uns die nächste Kurve mal an. Wir haben hier die Zeit aufgetragen und hier die Menge. Es gibt Kohlenhydrate, die ins Blut schießen und die ganz schnell wieder runterfallen oder die Blutzuckerkurve langsam anheben und langsam wieder abfallen. Je komplexer das Kohlenhydrat, umso langsamer der Blutzuckeranstieg und umso langsamer der Blutzuckerabfall. Das vermeidet Heißhunger. Alle Dinge, die süß sind, also einen sehr hohen Anteil an kurzen Kohlenhydraten, die schießen ins Blut, dann wird in einem anderen Organ der Bauchspeicheldrüse Bescheid gegeben, hallo, da ist was, das muss jetzt in die Zielzelle, das kann verbrannt werden. Dann wird Insulin ausgeschüttet, das ist wie so ein Schloss, dann geht die Zelltür auf, der Zucker kann da reinströmen. Der Nachteil ist, wenn wir sehr viel süß essen, viele kurze Zucker aufnehmen, dann verkalkuliert sich die Bauchspeicheldrüse. Das Insulinsignal ist riesengroß. Und das, was da eigentlich immer drin sein sollte, weil unser Blutzucker nie null ist, wird auch noch wegverdaut, in Anführungszeichen. Und dann passiert etwas, was wir Heißhunger nennen, hier unten. Die Kurve geht runter, unter die physiologische Nulllinie. Hier sagt unser Gehirn, hoppla, Speicher leer. Blutzucker leer, wir brauchen Nachschub. Spätestens dann greifen Sie wieder zu dem süßen Lebensmittel. Um das zu vermeiden, also dieses permanente Hoch und Runter, ist es viel besser, komplexe Kohlenhydrate zu essen, also Dinge, die weniger süß sind. Weil zum Schluss wird auch das komplexe Kohlenhydrat ein kurzes Kohlenhydrat. Verstehen Sie? Das ist das zweite Insulin. Signal. Also wesentlich kleiner, weniger Stress für die Bauchspeicheldrüse, viel besser für den gesamten Stoffwechsel. Wie können wir denn nun also Zucker sparen? Das heißt immer kohlenhydratarm, ich sage lieber zuckerarm. Wichtig ist primär, lassen Sie die Kohlenhydrate einfach nicht weg. Immer wenn Sie essen, versuchen Sie Kohlenhydrate dazu zu essen, aber komplexer, also keine süßen Kohlenhydrate. Denn es ist so, dass ansonsten eine Unterzuckerung stattfindet. Wenn die Kohlenhydrate da sind, dann ist irgendwann auch der körpereigene Speicher leer und auch dann gibt es einen Heißhunger, der vom Körper ausgelöst wird. Und in so einem Heißhunger sind wir immer, wir sind quasi fremdgesteuert. Uns fällt es ganz arg schwer, noch bewusst auszuwählen, weil es muss schnell gehen. Unser Körper hat Alarm geschlagen, ne? Und um das zu vermeiden, komplex. Essen Sie nach Möglichkeiten immer Eiweiß zu den Kohlenhydraten dazu. Eiweiß sättigt angenehm und verhindert, dass die Kohlenhydrate allzu schnell aus dem Magen in den Darm gehen. Das heißt, die werden langsamer in das Blut gegeben. Eine Option ist, Joghurt selber zu süßen, also generell, ne? Joghurt, Quark speisen, denken Sie an Milchreis, besser selber machen als fertig kaufen, weil Sie einfach Zucker sparen können. Sie können aber auch ganz clever die Süße von Früchten einfach nutzen, indem Sie sagen, ich mache mir meinen Fruchtjoghurt selber und brauche ihn nicht mal süßen, weil einfach Frucht mit drin ist. Wenn Sie backen, wenn Sie da ein Drittel reduzieren an der Zuckermenge, das fällt überhaupt nicht auf, der ist immer noch lecker süß, der Kuchen. Besser steuern, indem Sie regelmäßig essen. Das ist wirklich so, weil wir dann weniger stark darüber nachdenken, wie groß unsere Portionsgröße jetzt sein darf, weil wir mit der Hungersättigungsregulation viel besser klarkommen. Vermeiden Sie die Zuckersachen.
eine Option ist auch, weil Fruchtzucker ist ja trotzdem süß, schießt ins Blut, das zu kombinieren mit Fett und Eiweiß. Da sind die Getränke, ne? Dass wir auch das Füllvolumen einfach beachten und sagen, okay, wenn ich was esse, packe ich noch ein Getränk dazu, was energiearm ist, dann bin ich schneller satt. Und süße Getränke machen natürlich einen wahnsinnigen Blutzuckeranstieg, weil wir kurze Zucker drin haben. Getränke liegen eigentlich nicht im Magen, nur in Kombination mit Lebensmitteln, also auf nüchternen Magen ein Glas Saft, eieiei, das schießt ins Blut, das kann man messen. Und dann besser dann ein Obst essen oder das Glas Saft wieder mit der Mahlzeit kombinieren. Wenn wir uns bewegen, also Sport treiben in jeder Form, also schlicht Bewegung, das reguliert die Blutzuckerschwankungen. Das ist total wichtig. Also das gerne machen, das machen Sie hier zuhauf, das ist toll. Und wichtig auch, wenn Sie Heißhunger haben, achten Sie kurz mal drauf, ist es Heißhunger oder ist es Hunger? Ne? Vielleicht auch die Überlegung, wann habe ich das letzte Mal gegessen, muss ich jetzt schon essen und eben wirklich bewusst umgehen. Ich wollte Ihnen noch zwei, drei Dinge zu den Fetten zeigen. Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt die tierischen Fette, die sind die gesättigten. Und also Sie sehen gleich, dass da noch eine Ausnahme ist, weil wenn ich von Tier rede, also tierischen Fetten sagen wir immer maßvoll und bei pflanzlichen Fetten sagen wir immer gerne nehmen. Weil pflanzliche Fette können wir nicht selber aufbauen, die sind für uns quasi essentiell. Wenn wir die nicht essen, hat unser Körper die nicht zur Verfügung. Es gibt aber eine Ausnahme, denn die Fettsäure aus dem Fisch ist genauso wichtig wie die ganzen pflanzlichen Fette. Und es gibt auf der Seite der pflanzlichen Fette auch die Ausnahme, wer kennt es, wo wir auch sagen, maßvoll, so gesund ist das gar nicht. Was für ein pflanzliches Fett ist immer wieder in den Medien? Wie bitte? Margarine, okay, zum einen, ich meinte vielmehr die Kokosnuss, beziehungsweise Kokosöl, Palmfett, solche Sachen. Ne? Das ist auch. Wieder bei Nutella. Wie bitte? Da sind wir wieder bei Nutella. Sie sind ein Nutella-Freund. Und zwar ist es so, dass das pflanzliche Kokosfett tatsächlich in der Struktur genauso aussieht wie Butter. Ne? Also auch hier etwas, wo wir wissen, okay, sollten wir eher maßvoll mit umgehen, braucht unser Körper nicht und großen Mengen kann er selber herstellen. Also es gibt auf jeder Seite jeweils eine Ausnahme. Nichtsdestotrotz ist wichtig, merken Sie sich, wenn Sie Fette nehmen, also gerade in der Küchenpraxis, Sie braten sich etwas, nehmen Sie gerne ein pflanzliches Fett. Wissen Sie, welches Fett da am besten wäre? Rapsöl. Rapsöl, ach, wie schön, genau. Warum nicht die Olive? Darf man die so heiß machen? Richtig gut, genau so ist es. Und was passiert, wenn die zu heiß wird, das Olivenöl? Dann geht es kaputt. Das ist eigentlich kaputt und Sie sagt? Genau, das verbrennt nicht nur, wo man sagt, ach schade, naja, dann beim nächsten Mal, sondern da entsteht eine Fettsäure, die eher schädlich ist. Man sagt Transfettsäure dabei. Ja, Transfette, ja. Ja, genau, Transfette. Das sind Fettsäuren, die sich irgendwie gehen kaputt und bauen sich, wenn sie sich abkühlen, wieder anders zusammen und sind plötzlich krebserregend, vor allen Dingen ab einer bestimmten Menge. Das heißt also wirklich bewusst umgehen und die hitzeempfindlichen Öle wie Leinöl, wie Olivenöl beispielsweise, wirklich nur in der kalten Küche. Ne? Genau. Bei den Ölen auch die Frage, na, und welches soll ich denn jetzt nehmen? Außerdem, dass ich sage, es soll hitzestabil sein und wenn möglich ein Rapsöl, weil das eine ganz tolle Zusammensetzung hat, ist es eigentlich egal. Hauptsache es ist pflanzlich. Denken Sie wieder an die Vielfalt. Bitte? Sesamöl, auch eine Option, kann auch verwendet werden. Ne? Also im Prinzip die ganzen Nuss- und Kernöle, ob das Kürbiskern ist, ob das Walnussöl ist, ne? Auch das Hanföl ist ein ganz spannendes Öl, das schmeckt zwar ein bisschen wiesig, kann aber in einem Salat wirklich ganz lecker sein. Ne? Gut, was bringe ich noch mit? Ja, das habe ich immer mal wieder so angesprochen. Auf der linken Seite sehen Sie den empfohlenen Fettverzehr. Das ist genau das, was die Pyramide uns auch empfiehlt. Und auf der anderen Seite sehen Sie die tatsächlichen Zahlen aus dem Ernährungsbericht in Deutschland. Und Sie finden heraus, dass wir tatsächlich circa doppelt so viel an Fett essen. Und auch hier würde ich sagen, also ich würde das nicht primär abstempeln, sondern ich würde sofort fragen, na, welche Fette sind es denn, wenn ich dazu komme, also Stichwort Gewicht, es ist nicht wichtig, dass wir innerhalb der BMI-Grenzen sind, es ist aber wichtig, dass unsere Ernährungsqualität gut ist.
Wenn ich merke, dass ich zu viel Fett esse, aber eher auf der gesunden Seite unterwegs bin, fettreicher Fisch, Öle, Nüsse, Avocado, Oliven, dann sage ich, toll. Wenn ich da drüben bin und sage, Fast Food, Schokolade, Nutella, all diese Sachen, dann würde ich sagen, ha, vielleicht doch ein bisschen in die andere Richtung oder generell reduzieren. Das ist wichtig, weil wir haben uns immer mal wieder über die Verdauung unterhalten und Fett belastet die Verdauung. Fettreiche Kost liegt bis zu 8 Stunden im Magen. Im Mittel liegt im Magen nur so 2 bis 4 Stunden das, was wir so essen. Und dann ist es raus, was auch gut so ist, weil unangenehmes Sättigungsgefühl führt natürlich dazu, dass unser Wohlbefinden deutlich herabgesetzt ist. Ne? Das ist nochmal etwas. Also je fettreicher die Speise, umso unangenehmer geht es uns und umso schlechter können wir uns konzentrieren. Sehr salopp gesprochen, das ganze Blut, was hier oben rein muss, ist dann da. Und dann ist es schwierig mit der Aufmerksamkeit. Das sind die Sachen, die gerade wenn man sich mit der Erkrankung Parkinson stärker beschäftigt, in meinem Fall, ich beschäftige mich, Sie erleben es sogar, wichtig sind. Und das ist nochmal etwas, wo wir den Fokus auf die Ernährung setzen können. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, wie sollte ich essen, wie ist der einfache Leitfaden Gesundheit und jetzt die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich dies oder das mitbekomme? Das Thema der Mangelernährung oder des Untergewichts wird häufig noch mit genannt, denn der Energiebedarf bei der Erkrankung ist häufig ein Tick höher, beziehungsweise die Nebenwirkungen wie Völlegefühl, wenn mein Darm so träge ist, oder Schluckstörungen, die mir das Essen erschweren, dazu führen, dass ich unterm Strich zu wenig esse. Wichtig ist, dass eine Mangelernährung aber unbedingt vorzubeugen ist, weil dann schlicht ja Kraft und wichtige Mikronährstoffe fehlen, damit wir gut weiterleben. Die Verstopfung, also der träge Darm, dadurch, dass eben einfach die motorischen Bewegungen nicht so gut klappen, der Darm also tendenziell eher träge wird, kann man durch Lebensmittel unbedingt beeinflussen. Auch die Schluckstörungen sind durch Anpassung in dem, was wir so essen, gut veränderbar. Und eben auch das Zeichen, Stichwort Osteoporose kann durch Lebensmittelauswahl mit beeinflusst werden. Bitte. Weil nicht halt die Verstopfung und die Schluckstörung, das mag für den einen oder anderen vielleicht ja nicht so das Problem sein. Fakt ist eh, wenn ich die Verstopfung nicht mehr essen kann, dann wird die Verstopfungsgefahr größer. Richtig, aber... schluckt sich halt anders, schluckt sich besser als... Das stimmt. Das ist total gut, was er sagt, wenn ich das Vollkornbrot nicht essen kann. Was ist denn nach Ihrer Definition ein Vollkornbrot? Muss das ein Körnerbrot sein? Okay. Ja. Das ganze Korn muss normal sein. Genau. Und wenn das ganze Korn vermahlen ist und wir ein fein gemahlenes Vollkornbrot haben, wo wir vielleicht die Kruste auch noch abschneiden, weil die mir einfach nicht gut tut, dann habe ich trotzdem ein ballaststoffreiches, gesundes Produkt und kann meinem Darm sagen, ey, beweg dich. Also das wäre eine Option, wo wir in der Ernährung nochmal gucken können, was kann ich machen. Es ist total wichtig, darauf zu achten, aber nochmal zu gucken, was heißt denn eigentlich wirklich Vollkorn? Viele sagen, ich kann gar keine Haferflocken, kein Müsli mehr essen. Ja, aber ich kann meine Müsli ja anpassen. Ich kann ja meine kernige Haferflocke zu einer weichen. Ich kann sie einweichen lassen. Vielleicht kann ich sie pürieren. Also das ist ganz wichtig, dass ich natürlich über das, wie ich die Lebensmittel zum Schluss verändere, trotzdem eine gesunde Kost umsetzen kann und sollte. Thema Mangelernährung oder Untergewicht, da ist nochmal ganz wichtig und hier habe ich einfach fettreiche beziehungsweise Lebensmittel mit einer guten Fettqualität nochmal zusammengefasst. Also wichtig, oder was machen wir gerne? Wir sprechen dann auch mit Patienten über Mahlzeitenanreicherung. Das empfiehlt sich dann, sowas auch individuell zu machen, zu gucken, Mensch, was können wir dann am eigenen Speiseplan verändern? Aber was sind so kleine Empfehlungen? Ich kann natürlich Dinge fettreicher gestalten, indem ich, klar, ich kann statt dem 1,5% fetthaltigen Joghurt, kann ich auch den 10%igen griechischen nehmen. Ich könnte aber auch sagen, ich bleibe bei dem 1,5% fetthaltigen Produkt und mache einfach ein gesundes Öl mit dazu. Ne? Kriege die gleiche Cremigkeit beispielsweise hin. Ich kann natürlich hier fettreicher umgehen. Ich kann Nüsse verwenden. Da würde er wieder sagen, ja, aber wenn ich die nicht kauen kann, ha!
dann nehme ich gemahlene Nüsse, weiche die ein oder nehme Nussmus. Also hier ganz wichtig, man kann total viel machen. Ne? Genau, also das ist mir so wichtig, immer wieder zu zeigen, das kann man wirklich umsetzen. Fettfisch ist total interessant. Die Fettsäuren da draußen sind entzündungshemmend. Ne? Gerade im Krankheitsbild, wo immer wieder also entzündliche Veränderungen da sind, ist es wichtig, um so ein bisschen als Mediator zu wirken. Ne? Generell sagen wir, ein- bis zweimal die Woche sollte fettreicher Fisch gegessen werden. Der kann auch mehr gegessen werden. Ne? Die Portion Süßes, dass man hier nochmal prüft, habe ich die überhaupt drin? Die darf gerne gegessen werden. Ne? Es gibt ja auch in Anführungszeichen gesunde Süßigkeiten. Was kann ich zusammenbauen? Denken Sie an, ich kann Schokolade einfach zur dunklen Schokolade umfunktionieren. Der Zuckeranteil ist niedriger beispielsweise. Ne? Ich kann ja auch gucken, welche Konsistenz muss Schokolade haben, dass ich sie gut schlucken kann beispielsweise. Ich kann ja auch einen gesunden Kuchen backen und sagen, ich nehme weniger Zucker. Also das kann man alles gut umsetzen. Wichtig ist auch in der Energieanreicherung über Zwischenmahlzeiten nachzudenken. Häufig ist es so, dass wir halt so ein Mahlzeitenmodell von 3 Mahlzeiten haben. Und wenn wir merken, wir können weniger essen, weil wir brauchen länger fürs Essen, weil wir einfach Schwierigkeiten im Schlucken haben. Dadurch natürlich, weil Sättigung hat mit Zeit zu tun. Das heißt, wenn ich 20 Minuten gegessen habe, der Teller ist aber halb voll, aber mein Bauch sagt, ich bin satt, hören wir meistens auf. Dann ist das 3-Mahlzeiten-Modell natürlich nicht so gut, weil wir zu wenig aufnehmen. Dann wäre es sinnvoll, Zwischenmahlzeiten zu bauen, auch vielleicht Fingerfood zu nehmen, also Dinge, die eben nicht so aufwendig sind zu essen. Ne? Und in der Vollständigkeit halber habe ich es mit dazu gepackt. Ne? Je nachdem kann man natürlich auch anreichern, indem man spezielle, dafür vorgesehene Produkte verwendet. Unter dem Namen Trinknahrung, ne? Eiweißpulver gibt es relativ viel, was man eben verwenden kann. Darauf will ich eigentlich nur halbwegs eingehen. In der Form. Stichwort Verstopfung. Womit hängt es zusammen? Naja, die Darmträgheit. Ne? Auch das ist ja an motorische Effekte gekoppelt, dass sich also Muskeln bewegen. Was ist hier nochmal wichtig, um zu prüfen, was kann ich von Ernährungsseite noch machen? Denken Sie wieder primär an die Flüssigkeit. Hier habe ich es mal mit drauf. Ausreichende Flüssigkeit haben wir dann, wenn wir 35 Milliliter aus Körpergewicht gerechnet, also pro Kilo Körpergewicht, zu uns nehmen. Und das ist immer ganz spannend, wenn man das mal so im Kopf macht, kommen wir nicht bei 1,5 Liter raus, sondern eher bei 2, 2,5, je nachdem wie groß bzw. wie schwer ich dann bin. Ne? Also das unbedingt nochmal prüfen, wenn Sie merken, Gemüse ist jetzt nicht so ganz meins, ich schaffe halt nur 2 Portionen Obst, ach naja, eine Portion okay, dann fehlt da aber ein Drittel der Empfehlung, das heißt auch ein Drittel der Flüssigkeit, also achten Sie da gerne drauf. Was braucht der Darm, um gut zu funktionieren? Wirklich Ballaststoffe. Sie haben das in Ihrem Handout dann drin. Ich würde heute auch aus Zeitgründen da so ein bisschen rüber huschen. Was sind Ballaststoffe? Das sind Pflanzenfasern, ganz wichtig. Nur in pflanzlichen Lebensmitteln sind die drin, die werden nicht verdaut. Dann denkt man immer, aha, und wofür brauche ich die dann? Für unseren Darm. Die nehmen Wasser auf, die Quellen von innen geben die quasi ein Bewegungssignal an die Darm, an den Darm. Und was auch ganz wichtig ist, die helfen unserer Darmflora zufrieden zu sein. Das ist quasi Nahrungsmittel für die. Wir wissen heute, dass die Darmflora ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Gesundheit ist. Die Darmoberfläche ist viel größer als unsere Hautoberfläche, weil der so besonders gefaltet ist. Und da ist sozusagen eine Schutzbarriere und die wird unterstützt durch Darmbakterien. Nur wenn die sich richtig gut fühlen und fit sind, geht es uns auch gut. Wenn wir natürlich dadurch, dass wir länger verdauen, eher also lange Verweildauer von Speiseresten in unserem Darm haben, verändert sich auch die Zusammensetzung in unserer Darmflora. Was bedeutet, dass die Darmbarriere löchrig wird, eine Eintrittspforte für Keime sein kann, vor Ort Entzündungsprozesse sein können, solche Sachen. Um das zu vermeiden, ballaststoffreich essen. Was ist das? Gemüse und Obst und Vollkorn. Und wir hatten das tolle Thema vorhin schon, ja, was mache ich, wenn ich das nicht essen kann? Wir können uns Lebensmittel suchen, die wir essen können. Ne?
Vollkornnudeln beispielsweise, denken Sie an pürierte Hülsenfruchtgerichte, ne? Also eine rote Linsensuppe schießt mir in den Kopf beispielsweise, dass ich, wenn ich eben Nudeln mache, halb und halb, dann nehme ich eben nicht nur normale, sondern auch eine Vollkornnudel, wenn ich die schön weich koche, kann ich die hervorragend eben essen und schlucken beispielsweise. Auch Reisgerichte kann ich so wählen, dass ich vielleicht einen Wildreis oder Naturreis verwende. Wenn ich den lang genug koche, dann ist auch der so, dass ich den gut kauen und schlucken kann. Und natürlich eben die Bewegung, was Sie hier ja auch wirklich live erleben, dass das wichtig ist für die Verdauung, dass sich der Darm eben mit bewegt. Und was auch ganz wichtig ist, deswegen ist da reingepackt, es ist tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass die Konzentration des Medikaments Levodopa konstanter ist, wenn die Verdauung gut funktioniert. Klar, weil das Ganze wird ja auch über die Darmschleimhaut mit aufgenommen. Das heißt also, es lohnt sich zweierlei, Wohlbefinden und natürlich auch für die passende Wirkstoffkonzentration. Das ist nochmal so bildgebend. Die Sache, Lebensmittel, die eben sehr ballaststoffreich sind, da habe ich hier auch noch mal recht viel stehen. Gucken Sie sich das nachher einfach an. Ich habe auch ein paar, ein Bild mitgebracht. Wie viel Ballaststoff sind denn 35 Gramm, wenn wir sagen, das sollten wir so im Mittel essen? Sie sehen, es ist relativ schnell sogar geschafft. Es ist ein bisschen mehr. Also wenn ich 3 Scheiben Vollkornbrot mit Absicht fein gemahlen, ne, 50 Gramm Haferflocken, gerne gut quellen gelassen, 2 bis 3 Kartoffeln zum Mittagessen beispielsweise, also es kann ein Abendbrot sein, es kann Frühstück mit sein, das ist Mittagessen. Und hier packe ich noch 2 große Beeren und eine Handvoll, andersrum 2 Möhren und eine Handvoll Beeren mit rein und schon habe ich die Menge zusammen. Ne? Hier sind noch so ein paar Alltagshinweise, wie schaffe ich es denn, Gemüse mehr unterzubringen, weil manchmal die Kreativität fehlt. Da geht es mir genauso wie Ihnen. Manchmal weiß ich schlicht nicht wie und muss auch darüber nachdenken. Beginnen wir damit, dass wir Gemüse zum Frühstück essen, dass wir Obst mit Müsli kombinieren oder auch in Haferbreie. Das ist auch in den letzten 5 Jahren größer geworden, dass es eben solche guten Morgenbreie gibt, die einfach wunderbar sind, in der Konsistenz schon vollkornbasiert. Und da kann ich einfach noch Obst mit reinschmeißen, da habe ich echt ein voll ballaststoffreiches Gericht. Ich kann mein Rührei aufwerten mit Tomate. Es gibt ganz leckeres Gericht, das nennt sich Hafertaler. Das ist quasi ein süßes Omelette, in dem ich ein bisschen Haferflocken, das kann auch gerne eher eine weiche Haferflocke oder Schmelzflocken basiert sein, mit ein bisschen Obst, also hier die Banane und eben Ei verquirle. Das ist ganz lecker. Und dann so ausbacken in der Pfanne. Zwischendurch eben Dinge, dass man Fruchtquark, einfach einen Naturquark mit tiefgefrorenen Beeren beispielsweise, dass ich Gemüse mit, weiß jemand, was Hummus ist? Bitte? Kichererbsen. Danke, genau. Es gibt, passiert das immer mal wieder, dass es halt hilft, ist denn das? Kichererbsenmus ist das, ne? Im Garten Misthaufen hat man das Zeug gehoben. Wie bitte? Ja, genau, das höre ich auch ganz häufig, stimmt. Nicht zu vergleichen mit diesem Humus. Ist ganz lecker, ist toll in der Konsistenz, kann man auch schön weich kriegen, entweder durch Öl oder einfach ein bisschen von dem Kichererbsensaft. Das ist ein eiweißreicher Dip in Kombination mit Gemüse, ganz lecker beispielsweise, ne? Ich möchte Ihnen heute auch den Hüttenkäse-Tomatensalat einmal zeigen, wie schnell der zusammengebaut ist. Sie sehen aber auch so Dinge wie Antipasti, Schinkenmelone, also einfach ein Melonenstück, Schinken drum gewickelt. Das sind alles solche Sachen, wo wir Ballaststoffe mit unterkriegen, fettarm unterwegs sind, etc. Das sind natürliche Laxantien, die haben Sie nochmal auf Ihrem Handout mit drauf. Im Prinzip kann ich natürlich auch hier speziell anreichern und sagen, ich kann verschiedene Dinge, die einfach einen triggernden Effekt auf meinen Darm haben, verwenden. Das Potenteste, was Sie wahrscheinlich kennen, sind Flohsamenschalenpulver. Ne? Für die, die es... Bitte? Nee, ich wollte gerade da weitermachen. Ich habe es halt einmal mitgebracht, für die, die gar nicht wissen. Das ist, man unterscheidet bei den Ballaststoffprodukten nachher über den Quellindex, wie potent die sind. Und wenn wir Leinsamen, kennen Sie wahrscheinlich alle, hat einen Quellindex von 9 und Flohsamenschalenpulver einen Quellindex von 40. Jetzt haben Sie mal eine Referenz. Ne? Also das ist tatsächlich fast als Medikament zu sehen und Sie kriegen es auch als solches zum Beispiel in der Apotheke geflavored mit Orange oder Zitrone, ne? Aber eben auch in jedem Supermarkt, um damit ein Müsli anzureichern.
Bei den Schluckstörungen haben wir uns schon ganz kurz drüber unterhalten. Also da steht ganz viel im Prinzip davor, warum das so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil Schluckstörungen beeinträchtigen natürlich unser Essen. Essen ist nicht nur Energieaufnahme, sondern Genuss, eine riesen soziale Komponente. Und wenn das alles wegfällt, geht Lebensqualität flöten. Also ganz wichtig, dass man sich damit darüber Gedanken macht. Und auch hier, das ist immer so ein Thema, was so ein bisschen ausgeblendet wird. Ach, na ja, wie soll man das noch schaffen? Man kann ganz tolle Dinge machen über, also die Konsistenz der Nahrung eben verändern oder anpassen. Ich habe hier mal was mitgebracht, weil ich gekocht habe. Brokkoli ist total gut zu schlucken. Kartoffelbrei kann man gerne mitverwenden. Und Fleisch, in dem Fall ist es ein Stückchen Hackbraten. Man kann das Ganze auch als komplett pürierte Kost darstellen. Das ist ganz spannend. Ich kann Flüssigkeiten häufig zu schlucken von Wasser ja so schwierig, weil es einfach zu schnell da weg will und dann in die falsche Röhre kommt, wenn ich das eben ein bisschen andicke. Da gibt es Pulver zum Beispiel für, kann ich mir einfach ganz viel Lebensqualität zurückholen, weil ich meine Vorgänge bewusst steuern kann. Ne? Das fand ich ganz spannend. Ich habe das selbst auch schon mal gemacht. Es gibt solche Pürierförmchen, wo man einfach auch die Lebensmittel wieder, nachdem sie püriert sind, in die Form bringt, wie sie eigentlich da sein dürfen. Also ich möchte hier anregen, dass es durchaus ein Bereich ist, der Spaß machen kann. Ne? In der Konsistenzadaptierung gibt es so ein, zwei Tipps. Das Schlucken von unterschiedlichen Strukturen fällt so schwer. Denken wir an Milchreis, das Milchreiskorn in diesem Milchbrei. Ne? Dass man hier drauf achtet, dass man eher homogene Speisen wirklich herstellt und sagt, entweder koche ich den richtig doll lange, ich halte einen Pürierstab rein oder entscheide mich für Dinge wie beispielsweise Grießbrei, ne? Oder doch eher Puddingoptionen. Da habe ich Ihnen das Bild einmal von diesem Pulvern. Hat jemand damit schon mal Erfahrung gehabt oder das vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Ja? Also damit kann man Wasser in dickflüssig machen, ja? Richtig, genau. Und Sie wollten sagen, dass Sie das schon mal ausprobiert haben? Nein, aber bei einer Familienangehörigen. Genau, sehr gut. Also das ist was ganz Spannendes, es quillt einfach im Wasser auf, das kann man sehr individuell eben dosieren, ne? Und nicht nur in Wasser, sondern generell in Flüssigkeiten, die man eben trinken möchte. Ne? Also das ist eine ganz tolle Sache beispielsweise. Da sind noch ein paar Dinge drauf, also Dinge, die eben schwierig sind zu schlucken, was man da vielleicht meiden könnte. Auch so in der Küchenpraxis, ne? Denken Sie daran, wir wollen immer, dass man mit frischen Kräutern umgeht. Denken Sie an Sauerkraut oder an Rotkraut, wo wir Piment und Lorbeerblatt mit reinmachen. Dieses ja und dann, wie ist es, wenn es da drin ist? Packen Sie so Gewürze in Säckchen, ne? Oder wenn Sie Muskat irgendwo ranmachen, reiben Sie es eben gut daran. Das sind solche Sachen, um einfach, ich sag mal so, Störer aus dem Essen wieder rauszusammeln. Packen Sie es gerne in solche Gewürzsäckchen mit rein und trotzdem können Sie immer noch eine genussvolle Speise eben zubereiten. Die Osteoporose, und dann haben wir es geschafft. Dann dürfen Sie sich endlich aufstehen und bewegen. Sie sehen, ich habe viel mitgebracht, aber mir ist sehr wichtig, dass wir auch dazu noch kurz was sagen. Das Problem ist hier, dass wir bei der Osteoporose, also was ist das eben, also häufig eben durch doch Untergewicht oder auch dadurch, dass die Haltung eben verändert ist, vielleicht auch instabiler ist, durch eine Knochendichteverringerung ein hohes Frakturrisiko haben. Unterm Strich heißt es auch, da geht wieder Lebensqualität flöten, weil wir uns vielleicht sehr vorsehen, uns bei bestimmten Dingen nicht mehr trauen. Wie kann ich da ernährungstechnisch helfen? Zwei Sachen sind wichtig, Vitamin D und Calcium. Calcium haben wir ausführlich besprochen, indem wir auf unsere mindestens drei Portionen Milchprodukt am Tag achten sollten. Und das andere ist Vitamin D. Wir wissen immer mehr um die Bedeutung dieses Vitamins. Das ist ein fettlösliches Vitamin und ich bin ganz ehrlich, wir können das nicht essen. Das ist zu ca. 10% der Menge, die wir aufnehmen sollten, in Lebensmitteln enthalten, also vergessen wir es. Sonne ist wichtig, draußen Bewegung, diese Kombination ist toll. Und das nächste ist, auch wenn das nicht ausreichend funktioniert, weil je älter wir werden, umso schlechter kann unsere Haut das Vitamin D tatsächlich produzieren, dann sollten wir es in Nahrungsergänzungsmittelform zu uns nehmen. Ne? Also hier mag ich auch immer wieder den Finger ranlegen und sagen, wie sieht es denn aus mit dem Vitamin D?
Das ist auch ein ganz wichtiges Vitamin für den allgemeinen Energiestoffwechsel, auch fürs Immunsystem. Ne? Also, dass wir hier einfach darüber Bescheid wissen, vielleicht einen Blutwert mal beim Arzt einholen, um zu gucken, bin ich denn ausreichend versorgt? Ne? Und das ist nochmal zusammengefasst, sind die Lebensmittel, also eben nochmal Milchprodukte. Bei dem Mineralwasser wollte ich Ihnen noch einmal zeigen, dass es eben Mineralwasserhaltige gibt, wenn die Menge so etwa so groß ist wie das in Milch. Also Milch ist die Referenz, 150 Milligramm sind da in einem Liter drin. Und wenn ein Mineralwasser kalziumhaltig ist, dann weiß der Hersteller das schon oder der Abfüller, dann schreibt er das meistens auch drauf. Also das ist für Sie vielleicht auch nochmal die Idee. Sie können noch Mineralwasser nehmen, um die Menge an Kalzium in Ihrer Ernährung mit anzureichern. Übelkeit, das ist jetzt sehr speziell, da geht es eben primär darum, dass wir, wenn die Medikamente, die ja doch möglichst auf nüchternen Magen genommen werden sollen, Medikamente im Magen manchmal Übelkeit eben verursachen, dass die Empfehlung dann ist, das mit eiweißreichen Snacks, andersrum eiweißarmen Snacks zu kombinieren, möglichst eiweißfreien. Ne? Warum eiweißfrei, das wissen Sie besser als ich, vermute ich. Das blockiert, hier kann das richtige Stichwort. Und danach das Medikament, dadurch haben wir eben Schwankungen in der, also es kommt viel später an und nicht in der, in der Menge, wie es eigentlich bewusst durch die Zufuhr gesteuert wurde. Das heißt, schlicht versuchen Sie das Nahrungseiweiß nicht mit dem Medikament zu kombinieren. Das wissen Sie alle sehr gut, ne? Sodass, wenn Sie gegen die Übelkeit ankämpfen möchten, weil Sie das Medikament aber auf nüchternen Magen nehmen sollen, können Sie ruhig was essen. Das heißt nicht nüchtern, sondern das heißt schlicht bitte eiweißarm bzw. frei. Ja? Und da sind so Kleinigkeiten wie Apfelmusen, Zwiebacken, Cracker, solche Sachen können da gerne kombiniert werden. Gut, das ist genau das, was Sie gerade eben schon gesagt haben. Hier nochmal die eiweißreichen Lebensmittel. Es sind primär die Milchprodukte, es sind die Hülsenfrüchte. Wir haben hier nochmal ne, Fleisch und Wurst waren gern stellvertretend, das Ei, Joghurt, Weißkäse, das sind all die Sachen, wo eben wirklich viel Eiweiß, also ja, was eben eiweißreich ist, zum Teil eben auch sehr kalziumreich. Das kann man auch über die Hülsenfrüchte mit sagen. Na, Sie sehen, das geht viel Hand in Hand. Also wenn man sich an der Lebensmittelpyramide wieder entlang hangelt, haben Sie immer wieder diesen guten Leitfaden, um die Dinge so umzusetzen. Das lassen wir mal weg. Und das sind nochmal Dinge, die Sie sich, das finde ich sehr speziell, wollte es einfach mitbringen. Sie haben es in Ihren Handouts mit drin. Es gibt verschiedene Mikronährstoffe, die im Zusammenhang stehen, wo man einfach weiß, die sollten auch ausreichend da sein, wo man immer wieder schauen sollte, habe ich die in ausreichender Menge in meinem Körper? Das ist Eisen, Zink, Vitamin A und E. Und Sie haben auf den Folgeseiten in Ihrem Handout nochmal einzelne Lebensmittel aufgeführt, um einfach eine kurze Idee zu bekommen. Und Sie werden feststellen, das sind alles Lebensmittel, die sowieso regelmäßig gegessen werden sollten. Ja? Um das Ganze eben nochmal zusammenzufassen, könnten wir eigentlich die erste Folie nochmal einblenden und sagen, gesunde Ernährung. Ja, so wichtig und gerade für Sie so wichtig. Die Mehl, die man da eventuell hat, die können denn nur große oder kleine Blutbildung zerstören. Korrekt. Also es ist tatsächlich so, nicht mal das große und das kleine Blutbild. Unter diesen Begriffen sind andere Parameter versteckt. Wenn Sie diese haben wollen, das sind häufig leider Igelleistungen, das sind aber Dinge, die Sie mit dem Arzt besprechen und wirklich sagen, ich brauche einen Eisenwert in Anführungszeichen oder ich will gerne mal wissen, wie ist es denn mit der Zinkzufuhr. Ne? Beim Kalzium geht das nicht ganz wichtig. Kalzium ist ein Mikronährstoff, den, wenn wir im Blut einen Mangel sehen, dann ist das schon ein bisschen spät, übertreibe ich mal. Ja? Der wird nämlich im Knochen gespeichert und unser Blutspiegel ist immer gleich und sinkt erst ab, wenn der Knochen leer ist. Jetzt mal sehr übertrieben dargestellt. Ne? Kalziumzufuhr kann ich nur über ein Ernährungsprotokoll bilanzieren. Also da wäre es wichtig, mit einem Ernährungsberater zusammen herauszufinden, wie viel esse ich denn. Der hat Programme dafür, der tippt das alles einmal ein und sagt, wissen Sie, das ist gut oder das ist viel zu wenig. Ne? Da ist leider das Blutbild nicht der richtige Kontrollmechanismus. Ja. Gut.
Noch eine Frage? Fragen machen wir später. Wäre mir lieb jetzt. Okay, ja. Gut. Ich würde es tatsächlich auch hier mit einem Punkt versehen. Ich würde jetzt kurz ein paar Folien weiter. Das sind diese Lebensmittel, die Sie einmal noch für sich einmal anschauen und würde direkt ins Fazit reingehen, denn wir sind am Ende angekommen. Das Fazit ist, gesunde Ernährung ist wichtig. Ich habe nochmal diesen Begriff der mediterranen Kost aufgeführt, weil die nochmal diesen Fokus auf die pflanzlichen Öle legt. Nüsse, pflanzliche Öle, aber eben auch Fisch und eine große Menge an Gemüse. Ja. Da habe ich es nochmal mit aufgeführt. Und damit das Ganze, was als Mikronährstoff für uns entscheidend ist, natürlich noch drin bleibt, auch schonend zubereitet. Ne? Also, dass wir hier wenig Hitze, wenig lange Koch- oder Garzeiten verwenden. Solche Sachen sind zum Schluss sehr wichtig. Ne? Genau. Jetzt sind wir einmal durch die gesunde Ernährung durchgegangen. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen überzogen. Aber Sie sehen, es ist mir ein Herzensthema, Ihnen eben immer wieder mal Hinweise und Tipps mit auf den Weg zu geben, wie wichtig oder wie entscheidend es ist. Noch ein Schlusswort. Die Säulen der Gesundheit sind ja Bewegung, sind Ernährung, sind Stressmanagement. Aber 70% sind Ernährung. Da sehen Sie auch wieder hier, also die maßgeblich daran beteiligt sind, wie wir uns fühlen, wie gesund wir sind. Und daher ist der Fokus eben auch aus meiner Sicht so wichtig. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.